Hallo und willkommen zur nächsten Folge von Star Wars The Old Republic Schmuggler bzw. Schurke. In der letzten Folge haben wir hier aufgehört. Wir haben uns gefragt, wo jetzt dieser Eshkak Wonderbunker sein soll. In dieser Folge werden wir es herausfinden. Okay, dahin. Okay, geh ich da mal hin. Die große Karte zeigt es mir leider nicht. Nee. Darf ich bitte mal sehen, wo ich hin muss? Jetzt führt er mich plötzlich nach da, ey. Was soll der Scheiß jetzt? Da! Zur Narbe. Das soll man erstmal wissen. Guck, ich habe sogar gar keinen Schnellreisepunkt. Ach stimmt, hier waren wir auch nicht. Wir sind ja direkt durchgefahren. Stimmt ja. Ich habe direkt bis hierhin, habe ich mich ja geportet. Hier waren wir ja gar nicht. Ah, schon wieder vergessen. Typisch mein Gedächtnis. Oh fuck. Das Grab. Das haben wir auch noch gar nicht aufgedeckt. Hier für euch zum Lesen. Das Spiel ist wahrscheinlich immer noch so macht. So denkt, dass man halt hier durchfährt. Okay, man wird gar nicht dismounted. Geil. Durch eine der einzigen Höhen in dem Spiel oder Räume, wo man nicht dismounted wird, außer in Raumhäfen. Nicht der einzige, sondern eine der einzigen. Für die Gegner hier. Oh Gott, eigentlich immer so komische Droide, wenn ich jemanden stunne. Oh fuck, nicht so dicht dran. Okay, da lang und da. Scheiße, falsche Taste. Da kommt man meist einfach so. So doof. Ja, leck mich doch, die scheiß schlechten Schaden, ey. Zeitschaden, ich hasse das. Spiel, du bist so scheiße. Ich hasse dich dafür. Warum denn wegen dem scheiß Flächenschaden? Der Zeitschaden, weiß ich, was es war. Das nervt immer voll, weil das zwingt einen immer so zu kämpfen. Ich lasse das Geld fallen hier. Mach ich schon viel Schaden aus. Total verdient, ey. Nervt immer so voll. 56, jetzt kann ich auch noch die restlichen Gegner besiegen. Toll. Jetzt kann ich auch noch schnell die nächsten hier holen. Das ist wieder das Problem hier, weil das Ding wird jetzt hier so direkt unter mir gesetzt. Das nervt mich immer voll. Viel besser, wenn es einfach da sitzen würde, wo ich gerade anvisiert habe. Nein, das Spiel weiß alles besser. Okay, die Gegner auch noch zu Ende besiegen. Jetzt sind wir schon fast bei 15. Was bringt er das? Ja, immer 18 KIP. Warum nicht? 13, 14 und 15, zack, fertig. Jetzt unsichtbar machen und keine falsche Taste drücken. Ich wollte vorhin nämlich hier drauf drücken und bin hier drauf gekommen. Also bist du einfach gar nichts mehr drücken. Ja, da. Hat auch da gezeigt. Na komm, das erste Gespräch, das lädt irgendwie immer am längsten. Nee, jetzt das zweite. Sie haben die Sinies bien voll. Lass sie gehen. Ihr bien voll. Verschwendet. Nein, kämpft lieber gegen mich. Er ist zwei Säckchen. Anne. Wo ist Ziffers? Das ist ja ein Ziffer, schneller Lord. Alter. Wegschubsen und danach stunnen. Das ist mal wieder die super Kombi der typischen Gegner. Alter! Weggeschubst sie hier. Gut, will ich schon haben.
für der Jiki. Wie ihr seid wirklich. Was tut ihr hier? Eine Irak, die Galak, ansonsten. Was ist Holo Terminal? Oh toll, kann das nicht automatisch machen? Lakata Holo Terminal. Der Eschkage. Moment, dann ist es. Was das war? Habt ihr schon. Nur ein paar Hälfte, die Sprache. Also habt ihr es ignoriert. Wir waren zu Ende, die sind am besten. Nutzt das Holo-Terminal, ja, toll. Abgeschlossen Holo-Terminal benutzen, dann als nächstes wieder Holo-Terminal benutzen. Toll. Ich port mich dabei nicht, ich hab keinen Bock mehr auf die ganzen Gegner. Alle nicht nur Gegner. Was ist das eigentlich für ein komisches Holo-Terminal? Sieht so aus wie Lava. So, wo ist das doch da? Ihr habt es geschafft. Aufklärungstory, sie werden von. Kennt ihn? Klingt da. Er hat Dutzend. Die Eschka. Ich habe ein paar. Das kann ich nicht. Ich vermute auch bisher noch nicht. Ich habe den Funk übertragen. Dann. Was soll ich tun? Bringt es diese Mission. Besuche die Notsicherung. Wehey! Müssen wir hin? Ist die Nacht vorbei? Nein, immer noch nicht. Wie viele Quests kommen denn jetzt noch? Ich will nicht mehr. Ich will einfach nicht mehr. Und jetzt hätte ich das Gebiet, da muss man halt an verschiedenen Stellen solche Matrix-Würfel sammeln. Dann müssen wir in eine Höhle, die heißt Höhle unter dem Baum. Habe ich in dem Agenten-LP schon mal gezeigt. Ich weiß nicht, ob wir die jetzt hier auch nochmal sehen werden. Also im Agenten-LP kam die auch in dem Handlungsbogen vor. Das war da, glaube ich, das Ende. Und liegt, dass es hier nachher noch weitergehen wird. Phase hier geht's rein. Ich glaube, irgendwo, ich weiß gar nicht genau, wo sie ist. Ich glaube, hier. Oder da. Irgendwo hier auf dem Hauptweg ist sie zwischendurch. Kann man eigentlich gar nicht übersehen. Da fährt man so zwischen so Bäumen durch und dann ist da links oder rechts so eine Höhle. Eine Höhleneingang mit einem Fahrstuhl. Da bist du halt runterfahren. Und ja, diese Würfel habt, diese vier Stück. Die vier zusammen, das klingt einfacher als es ist. Denn die sind extrem scheiße versteckt. Ihr seht schon, warum ich jetzt keinen Handlungsbogen hier nach mir machen will. Ich jetzt hier noch jeden Handlungsbogen mitnehmen, dann sind wir 70, bevor ich überhaupt die Story beendet habe. Ja gut, 70 jetzt vielleicht nicht, aber... Hier war Level hoch, Level nicht genug. Den Charakter werde ich dann übrigens auch nicht weiterspielen. Also nach Markep und Ziost ist Schluss. Also Schatten von Revan spiele ich ohne euch, weil das ist ja genau das gleiche. Ich glaube, es ist das genau das gleiche. Vielleicht nehme ich das erste Gespräch noch mit. Aber das werde ich auf jeden Fall noch spielen. Aber ohne euch. Erst Ziost werde ich mit euch machen, weil das haben wir nämlich nicht gesehen. Da war es im Agenten-LP. Das haben wir mussten wir leider überspringen. Ich habe es übersprungen, weil ich nicht wusste, dass man das danach nicht mehr machen kann. Okay, ich muss die besiegen. Deswegen werde ich das hier in diesem LP noch zeigen. Und Markep, weil es natürlich auf der Rap-Seite anders ist als auf der Imp-Seite. Wer es nicht wusste, der weiß es jetzt. Ich weiß nicht, ob es auch von der Story her anders ist, aber auf jeden Fall von den Gebieten her. Gern geschehen. Brennender Weg. Woher wissen Sie davon? Hier zum brennenden Weg. Oh Gott, wie weit denn noch? Habt ihr einen Moment für mich? Ich verspreche, es ist wichtig. Für mich jedenfalls. Ja, für dich jedenfalls. Was soll ich jetzt hin? Der brennende Weg. Kann ich da irgendwie hin? Warte, ich port mich nach da und gehe dann nach da. Okay, machen wir es so. Los, sorry, ich muss gar kurz husten. Also, wie gesagt, wir gehen jetzt nach hier. Nehme ich hier den Porter und gehe einen weiter. Ich hab
Jedi kann alles heilen. Melden Sie Ihre Beschwerden. Sie sind einsatzbereit. Kehren Sie auf Ihren Posten zurück. Ja, links oder rechts rum. Ich entscheide mich mal für das. Bin schon dabei. Fuck, falsche Quest. Für 7 Grad ist noch. Ich fang gleich an. Ist das hier? Ja, das ist es. Da zum brennenden Weg. Bisher sehe ich noch nichts Brennendes. Der brennende Weg. Brennen, das sehe ich hier noch nicht. Kommt ja bestimmt noch. Oh fuck, warum ist jetzt genau jetzt der Raketenschub ausgehen? Wie? Nein, 7 Grad ist. Ist immer beschränkt, das nervt. Ja, scheiß Pilz. Warum muss ich denn wieder so einem scheiß Pilz hängen bleiben? Die Phase. Jetzt fängt es hoffentlich mal was hier an zu brennen. Bisher ist es ja langweilig. Welche Blutklaue? Na, so schnell stirbt man nicht. G-Senior. Ist erledigt. Das ist. Bah. Ihr schon. Eure Dankbarkeit. Siege Blutklaue. Zack, da hat er drauf geknallt. Jetzt hat eine schöne Granate reingeknallt. Hallo, ich hab dich noch gestunt. Oh, darf er doch bei mich stunnen oder was? Das akzeptiere ich jetzt nicht. Das ist ja Kata-Konsole. Wo ist die? Da. Nach oben, scheiße. Ich hab gemacht, was ihr wolltet. Ey, ey, ey. Ich mache mich sofort dran. Ja, mach es. Scannen wir die erstmal. Geht's wieder? Ja, Konsole spricht. Die Kontrolldämpf Avuki. Ich höre. Gut. Sagte Jedi. Nein, danke. Ich werde euch niemals helfen. Ich kam hier. Niemand kann falsch. Ich will gerne nur das Geilast. Okay, der dahin zurück. Hier nach noch was oder was? Wie weit geht das jetzt hier noch? Das ist hier schon ziemlich lang. Oh, da hinten läuft richtig was über. Jetzt weiß ich, warum es die brennende Höhle heißt. Ist die überhaupt gerade so, wie ist die überhaupt jetzt brennende irgendwas? Brennende Höhle? Der brennende Weg hieß sie, glaube ich. Da sind Generals. Eingesperrt. Der Weltenfeld, ich wusste. Ich Projekt Noble. Und ihr habt sie. Endlich vorbei. Ich bin. Es gibt immer viel. Ah, das war's doch. Der Weltenvernichter. Wehe. Was kommen denn hier so? Aber es gibt keinen EP-Schub. Seltsam. Oh, wir haben schon wieder fast. Wir haben schon wieder 296k. Wo ich die Gefährten nicht dauerhaft immer auf Quest schicke. Soll ich sagen, ich gehe jetzt. Obwohl, ich beende jetzt schon mal die Folge. In der nächsten Folge machen wir dann weiter mit. Boss ist der nächste Planet, glaube ich. Ja, gut, dann bis bald und ciao.